Es gibt viele Wege, nach der Schule in die Arbeitswelt zu starten. Ausbildung, Studium, Vollzeitjob, alles hat seine Vor- und Nachteile, also warum nicht zwei Sachen kombinieren? Auf der Messe Wegweiser, duales Studium, versammelten sich am 15. Mai zahlreiche lokale und überregionale Unternehmen und Hochschulen des Landes Sachsen-Anhalt. Das Ziel der Veranstaltung wird von Sebastian Patze von der IHK Magdeburg sehr deutlich formuliert. Jungen Menschen, die perspektivisch ein Abitur oder eine Hochschulzugangsberechtigung erwerben, die Möglichkeit geben, Unternehmen kennenzulernen, die das duale Studium anbieten und natürlich passend dazu auch die regionalen Hochschulen. Genau das sieht man auch vor Ort im großen Tagungsraum der Industrie- und Handelskammer Magdeburg. Dicht an dicht stehen Aufsteller, Plakate und Infotafeln. Wir haben tatsächlich alle Hochschulen der Region heute mit hier und wir haben dann weiter ungefähr 23 Unternehmen und Institutionen wie die Bundeswehr, den Zoll oder auch die Polizei. Sarah Pege und Sandra Kommichau von der Hochschule Merseburg liefern direkt gute Gründe für das duale Studium in der Domstadt. Der Einblick in die Praxis. Also der Vorteil für jeden Studierenden, der sich bereits mit einem Unternehmen gebunden hat, besteht einfach darin, dass er schon während des Studiums weiß, warum er das alles lernt. Ja, also jede Lernveranstaltung und auch jede Theorieeinheit hat einen ganz anderen Sinn, wenn ich schon weiß, wofür ich es brauche. Wir haben aber auch Unternehmen, die wir zum Teil vermitteln können. Kooperationen bestehen auch zu Unternehmen. Einfach nachfragen, wir helfen da gerne weiter. Die Vorteile eines dualen Studiums finden immer mehr Anklang bei Schülerinnen und Schülern, die kurz vor dem Abitur stehen. Das duale Studium gewinnt in den letzten Jahren auch bei AbiturientInnen immer mehr Bedeutung. Und da wollen wir natürlich die Möglichkeit geben, auch nochmal eine Schnittstelle zu sein. Von informatischen Studiengängen über den Maschinenbau, Bauberufe bis hin zur sozialen Arbeit haben wir da eine sehr, sehr große Breite an Angeboten. Unternehmen aus verschiedenen Bereichen stellen sich heute den Interessierten vor. Logistik, IT, Naturwissenschaft, Einzelhandel und auch der Gesundheitsbereich sind vertreten. Sie locken unter anderem mit diesem ungewöhnlichen Gerät. Theodor Strauch ist dualer Student am Leibniz-Institut. Die Wahl dafür fiel ihm leicht. Ah ja, das ist relativ einfach. Und zwar sind es halt die Praxisphasen dazwischen. Das IPK unterstützt einen natürlich, vor allen Dingen auch durch die Ausbildungsintegrierung, dass man halt eben in den Praxisphasen Praxisprojekte auch durchführen kann und halt eben auch ein bisschen mehr kennenlernen von seinem Bereich, als halt einfach nur das die trockene Theorie oder eben so die kleinen Projekte, die man an der Uni hat. Auch entschlossen zu studieren sind Tim und Johannes. Sie besuchen die Messe heute, um sich über mögliche Studienplätze zu informieren. Ich würde mich erkundigen, über was ich später beruflich machen würde. Ich überlege, in die IT-Richtung zu gehen, Fachinformatik, und gucke da, was ich für Erfahrungen machen kann. Ja, also generell erstmal ein bisschen beruflich orientieren. Man hat natürlich schon mal ein paar Vorstellungen, was man so circa machen möchte. Aber gerade duales Studium ist halt sehr interessant, da man halt schon mal einen Praxisbezug hat und auch generell schon vergütet wird. Also ich bin auch in der Berufsberatung drin, also mit der Schule wurde auch schon organisiert, dass man halt einen Berufsberater hat. Doch gerade an den meisten Schulen gibt es noch Luft nach oben. Berufsorientierung an Gymnasien ist immer noch etwas, wo wir glauben, dass es in einem noch nicht ganz ausreichenden Maße erfolgt. Und wir stellen fest, dass wenn wir die Möglichkeit haben, in Gymnasien Berufsorientierung auch mal in Klassenstufen 10, 11 zu betreiben, dass da ein großes Interesse vorhanden ist. Alles in allem sieht Sebastian Patze das duale Studium als Chance, sich früh nach dem Schulabschluss weiterzubilden und gleichzeitig schon einen gefestigten Platz in der Arbeitswelt zu bekommen. Die meisten Unternehmen machen das duale Studium natürlich auch, weil sie Fachkräfte für die nächsten Jahre suchen. Und wer ein duales Studium macht und in einem Unternehmen einen Praxispartner findet, wird normalerweise nur sehr ungern wieder losgelassen. Also das kann durchaus auch eine Beziehung für eine sehr lange Zeit sein.